brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Bei deiner Spitzhacke. Oh, natürlich. Müssen wir Warte mal. Können wir vielleicht irgendwas da anderes runterpacken? Nein. Da wohnt eine Schnabi. Kann man das da nochmal reinpacken? Ja. Oh. Ich kann nicht die Ort. Jetzt habe ich es aufgehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. 2017. Puh, verdammtes Viech. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Jetzt habe ich es aufgehört. Hallo, ist da wer? Ach, jetzt leuchtet er woanders hin. Jetzt musst du das rausnehmen und dann rüber. Puh, verdammt. Wir müssen auf der anderen Seite stehen. Ah. Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Jetzt rüber und dann... Doch, jetzt... Nee, jetzt können wir nicht, ne? Nee, jetzt musst du auf die andere Seite gehen und dann das Schnabeltier reinlegen. Jetzt. Nee, auf die andere. Achso, ja, richtig. Ach, Glück gehabt. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo, ist da wer? Ich kann nichts machen. Ist Paranoid 2017. Ach, siehst du, jetzt macht das. Sehr schön. To the Crane. Oh je. Die hätten die Zahnspange rausnehmen sollen. Tja. Ah, man sieht ihre Füße. Böse Lache. Sie hängen da zwei Deppen. Natürlich. Clark Schnabelt hier. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Wow. Hör auf, mich so zu nennen. Bamaba Baby Go! Wir müssen weiter. Ich liebe diesen Spruch. Vor allem, wenn sie das sagt. Rufus Transformation! So, Schwuli, Klitus. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Klitus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki-Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzi-Pups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich. Richtig? Tüdelühü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja. Ochse. Gute Aussichten. Na, er schneidet Klitus den Kopf ab, nicht Rufus. Ja, okay, das stimmt. To the platform. The platform. Ja. Verstehst du? Die Wohnungsform. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Klitus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen.
Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich dich lache. Die weiße Stadt, wo die Engel leben. Die weiße Stadt, die total rassistisch ist. Da leben nur Schwarze. Aber in Pokémon gibt es nur die schwarze Stadt, dafür den weißen Wald. Gerechtigkeit. Die Soman spielen. Gerechtigkeit. Genau. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Dass ich nicht lache. Hey. Ich hab dir schon mal. Außerdem klingt das. Ich finde, er macht. Bah, dieser. Schau doch. Widerlich. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Na dann, macht das unter euch aus. Macht das unter euch aus. Aber. Rufus. Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit. Dass ich nicht lache. Warum lacht er denn nicht? Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen? Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ach so, die machen jetzt ja mal weiter. Bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Rufus kämpft das wenigstens für das, woran er glaubt. Ich wette, du meinst, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach Transformation! Fast so mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei. Rückblick. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Der Rufus-Kram. Er ist doch voll. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Der Kern ist so gut wie erledigt. Goal hat einfach die besseren Argumente. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Jungs. Dieses Weichei soll mich also ersetzen, ja. Dass ich nicht lache. Den Duju Steinbock Gelb Ocelot. Das sollte ja wohl reichen. Sogar den fünften. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Klein. So wie ich. Ach ja. Fünf. Feuer? Steinbock. Verdammt. Dass ich nicht. Wir müssen einfach die wieder labern lassen und zurückgehen zu dem Herrn Bösewicht. Mach das. Aber. Und mit so, dass ich nicht. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Ich gehe nicht ohne Goal. Ah. Ins Notbrot gehen. Warum den Geruch nach nicht? Zu urteilen kann das niemand. Ach so, die Aufstarwahrheit. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Für Männer kann er behalten. Ich weiß. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Puh. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti.
Rufus ist dir um einiges voraus. Muss doch irgendwie in Sachen Körpergeruch bestimmt. Anhängen. Guck dir die Streichlinie noch mal an. Der Kerl ist so gut wie erledigt. Golden. Ah. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Kannst du irgendwie... Ja. Und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Hm. Hier kann er denn nur pfuh. Nicht zum Inventar. Ich war noch nie so nah dran. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel... Ich glaube, wir müssen das Gespräch irgendwie ändern. Aber wie? Vielleicht nochmal so. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon... Außerdem klingt das... Ich finde, er macht... Boah, ob dieser ein Mann kann er tappen sie mit... Es gibt... Siehste. Oh. Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämmlack. Ja. Was tust du? Lass das! Die ist pink. Das ist extrem eklig. Ja. Nein! Nicht! Oh, das muss wehtun. Warum reißt die nicht? Er ist bleich. Da hängt ein zweiter Mond am Himmel. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Auf nach Elysium. Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das. Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Cole, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Cole, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, nein, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, nein, schau nach. Cole, nicht. Zielsicher. Cole, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her, ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Sollen wir es wirklich tun? Nein! Schlag ins Gesicht! Augenklappe. Ja. Also sie hat ja recht, ne? Ja. Wir sind egoistisch. Nein, Rufus ist egoistisch. Ja, wir sind Rufus, also wir sind egoistisch. Und sie will ja nur das Beste, aber letztendlich will er ja auch nur das Beste für die Pony, auch wenn das nicht zugibt. Ja, und er sich nicht richtig artikulieren kann. Ja, reden. Badam. Oh, Goal, es tut mir leid. Timing. There is none. Ach, auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir! Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus.
Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich.